Okay. Plätze wieder einnehmen. Das Fenster zumachen, das ist ja schon wirklich jetzt Sauerstoffschock. So, sieht man schon was? Hallo, kling, kling. So. Ach du grüne Leute, was tut das da? Schon wieder? So, mal sehen, das Ganze. Ah, genau. Also wir waren gerade bei Vim, ein schönes Programm, und es ging auch um Farbe, und das ist der Aufhänger dafür, nochmal was anderes so mit Farbe zu zeigen. Einfach nur so, weil wir es können, gibt es dieses komische Tool. Warum das Toilet heißt, erkläre ich gleich. Jedenfalls, MetaLab ist cool, und den Output gibt es also auch in Bunt. Und Bunt ist mittlerweile eine Option geworden, die heißt Gay. Ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber hey. Fröhlich. Ja. Also es sieht wirklich, also wir haben, glaube ich, wirklich dieses, das ist, vom Kontrast her, von dem Licht her, ist so eine Sache. Aber definitiv, wenn ich das so da habe, das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja. Toilet macht eine Anspielung eigentlich auf ein Tool, das auch mit LED endet. Und zwar hieß das und heißt Figlet. Und FIG sind die Dinger, die Initialen von den Leuten, die das mal gemacht haben. Ich wusste sogar mal die Namen. Und wenn man das einfach aufruft, dann wartet das auf Standard in Input. Und dann kann man was eben tippen. Und dann kann man eben auch sagen, MetaLab. Ja? Und dann kommt das dann so. Per Default sind diese Letter zusammengesmusht, nennt man das, also ineinander verschränkt. Ja? Und wenn man aber diesen Parameter kennt, M0, dann wird das nicht passieren. Also MetaLab, nochmal so, dann also, gibt es keine Überlappung bei der ganzen Sache. Aber es bleibt eben nicht bunt. Ja? Und ich habe mir mal so ein Alias gebaut, der heißt einfach Figlet. Und wenn ich da was dazugebe, MetaLab, dann gibt es da viel Output. Den fange ich mit Less auf. Aha, ein Z-Shell-Feature an dieser Stelle. Einfach das L ist ein Alias und da steht Pipeless. Also es wird einfach aufgefahren. So, und dann sieht man, da oben gibt es also einen Font, und diese Font Names, ich habe keinen Dings drumherum, ne, da muss ich doch mal diese komische Dings da benutzen. Da oben steht ein Fontname und daraus kommt also dieser Banner-Font. Das ist so ein altes Ding, Banner hieß das Tool, ganz alte Geschichte. Ja, so ein bisschen Lochkartenzeiten war das noch. Und Big FLF, das haben wir hier mal zu sehen mit der Lab. Und dann können wir weitergehen. Blog, das sieht man jetzt nicht so gut, weil... Da! Das hätte doch wieder breiter machen können. Zack, sieht schon ein bisschen besser aus. Das Ding alles in a Bobo. Dann gibt es diesen Digital Font Dings. Ja, muss man alles ein bisschen irgendwie kennen. Also ich habe nur ein paar ausgewählt an dieser Stelle, damit man das mal hat. Ja. Die lesbar sind oder die ich schön fand oder wie auch immer. Ja. Das war also der Alias. Mal gucken. Ach nee, ist eine Function. Functions. Type. Nee, ich muss ja nicht Functions und dann Dingens da sind. Ja. Also ganz billig natürlich. Ne? So. Alle Fonts, die da sind, sogar habe ich genommen. Ah, wie auch immer. Easy stuff. Was war das nächste, worauf ich hinweisen wollte? Ja, genau. Neben mir sitzt Honky. Honky kommt aus Dresden. Dort gibt es eine Veranstaltung, die nennt sich Datenspuren.de und wird stattfinden wann? September? 13. und 14. 13. und 14. Wieder Wochenende. Das kann ich sagen. Also, es ist eine der kleineren Veranstaltungen des Chaos Computer Club in Deutschland, der große Kongress immer am Ende des Jahres. Nächstes Jahr im Sommer gibt es wieder das Camp, wo das sein wird, steht noch nicht fest. Aber Datenspuren gibt es dann einmal pro Jahr, immer wieder September oder Oktober. Findet bei einer coolen Location in der Dresdner Neustadt statt und hat eigentlich auch so die üblichen Themen. Also Security, Internet, ELGA. Gut, bei uns heißt nicht ELGA, sondern Gesundheitskarte, aber wurscht. Also alles Mögliche, darauf jedenfalls wollte ich hinweisen. Eigentlich mache ich das immer so, dass ich irgendwie mal greppe. Das Schöne ist, Sie haben meinen Kalender ja da. Hallo,
Ach so, ich bin nicht. Ich habe den natürlich. Das ist das falsche Fenster sozusagen. Ich muss schon online sein. Da. Datenspuren. Den Index. Da. So. Also bei mir ist alles Text und dann eine Datei und da kann ich also schön drin greppen. Für den Fall, dass es jemand noch nicht kennt und einfach nur mal darauf wieder hinweisen. Wenn ich jetzt, wie mache ich das? Genau. Also erst einmal, man sieht nicht so schnell, wo der Hit ist, der Treffer. Wenn ich minus minus Color dazu gebe, dann sieht man in Rot, naja, ganz so toll ist es jetzt nicht zu sehen, da Daten-SP wird dort gematcht und wird dort gematcht und dort. Ja? Jetzt enthält das eine URL. Ja, das ist ja schön, wenn ich jetzt sage, ich suche jetzt irgendwas mit HTTP irgendwie und dann ist da irgendwas und natürlich kommt das, ich muss natürlich sagen, ich möchte jetzt nicht, dass die Shell das interpretiert. Und wer es noch nicht kennt, am Anfang sagt man no glob, das heißt die Shell macht kein Globbing, also das Pattern nicht, sondern lässt es so wie es ist und dann kriegt es grep und dann kann es das auch finden. So, jetzt habe ich aber vom Matchen her so ein bisschen zu viel. Ich habe von Datenspuren bis zu dem weiteren, zu den letzten Daten SP ein Match, möchte aber eigentlich nur mal die URL irgendwie kriegen. Und eigentlich könnte ich jetzt sagen, ich möchte alles, was dort kein Anführungszeichen ist, denn damit endet das. Und ich verdicke mich ein bisschen. Erstmal matchen, mal sehen. Aha, sieht schon etwas besser aus. Aber es nimmt immer noch den längsten Dingens. Ich möchte jetzt mal nur wirklich die HTTP-Sachen haben, wie es da ist. Und ohne die, also alles hinter dem HTTP, was nicht ein Anführungszeichen ist, wird jetzt hier mal genommen. Schauen wir mal. Oh, das ist natürlich jetzt, ja, ohne dieses mit den Datenspuren da drin. Jetzt alle URLs, genau. SP, da sind sie. Also the point ist, wenn ich da irgendwas raushole mit zum Beispiel Kalender, was eben eine URL ist, dann gibt es nämlich das Lustige hier. Warte mal, es endet immer mit Anführungszeichen, genau. Kannst du beim ersten Rendern oder zum Schluss dann? Nicht greedy, na, das geht nicht, aber... Beim ersten Rendern O, dann hast du nur die URL. Ja, genau, das will ich eben zeigen. Genau das minus O will ich jetzt zeigen. Also, mal ganz gut zeigen. Das nimmt alles raus, was es jetzt getroffen hat. Und zwar nur die Matches. Also man sieht das gerade nicht so gut, aber da sind die jetzt. Und so ganz zufrieden bin ich nicht, weil ich nicht mal ein Anführungszeichen gesetzt habe. Ein bisschen dumm gelaufen, aber the point is, geht noch einen Schritt weiter. Ich hole jetzt alle diese HTTPs heraus. Das Color brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Muss ich jetzt nicht haben. Aber ich gebe den Ausgabe mal weiter an das schöne Tool URL View. Und das nimmt alle URLs. Und dann kann man sich da irgendwas auswählen. Man kann natürlich ein bisschen schneller springen. Zum Beispiel auf Nummer 17. Plopp, dann bin ich bei der Republika, die demnächst stattfindet in Berlin. Hinweis. Und dann kann ich da hingehen. Ah, und unten sieht man jetzt leider nicht, weil ich es nicht resized habe, was dabei Schönes herauskommt. Moment. Mal sehen. Mal alles nach oben holen. Da. Dings. Aha, ein Resize macht es dort nicht mit. Okay, nochmal laufen lassen. Nummer 17. Da ist es. Und ich wähle es aus und habe an diesem Schritt noch die Möglichkeit, jetzt an der URL irgendwas ein bisschen rumzudrehen. Ja? Index Englisch oder was auch immer dahinter zu setzen. Brauche ich nicht. Und beim nächsten Schritt, wenn ich sage, okay, mit Return, habe ich das in meinem Webbrowser. Gut. Und da bin ich eigentlich bei dem nächsten Teil, das ich natürlich auch noch zeigen wollte, bei meinem Text-Webbrowser, den ich benutze. Das ist der E-Links. Und der kennt so solche Dinge wie Menüs. Das vermisst man ja oft in solchen Textdingern. Also sowas gibt's. Ja. Und gut, da vielleicht nachher noch mehr. Eigentlich wollte ich das nur als Aufhänger nehmen für, wenn ihr irgendetwas habt, ja, wo eine Menge URLs drinstehen, ihr könnt das auch direkt aufrufen per URL-View in irgendeiner Datei, ja. Zum Beispiel, was habe ich heute verwendet? Show and Tell, das lange Ding, da sind ein paar URLs drin. Und dann nimmt das diese ganzen Dinge heraus, da steht auch das mit dem Kreuzchen und dann kann ich das auswählen und aufrufen und schon bin ich da. Kreuzchen ist sehr bildlastig, man sieht jetzt nicht so viel davon, aber es geht schön schnell. Ihr könnt das einfach auf einen Log anwenden und das Log könnte vom IRC kommen, von den Quatschen, wenn man sich austauscht. Ja.
Also wenn ihr, wenn irgendjemand mal so bemüht ist, URLs in sein, in das IRC-Log reinzuhauen und man sucht dann irgendwas, URL-View ist vielleicht das Tool der Wahl. Ja? Das war's auch schon. So, jetzt will ich wieder weitergeben. Was stand noch an? Bitte erinnert mich. Jeder hat mitgeschrieben, haben wir. Also ich habe jetzt nichts geschrieben davon. Das, ich hoffe, das macht ihr im Hintergrund irgendwie gerade. Und wenn wir jetzt sozusagen wieder wechseln und mal gucken, dann hier ist noch alles da. Das muss ich jetzt auch wieder resizen. Das ist schwer, das ist sehr schwer. Das, okay, please help me out. Wer wäre der Nächste? Habt ihr mitgeschrieben? Das ist nicht schwer, das ist eine Herausforderung. Entschuldigung, ja. It's a challenge, genau, ja, ja, ja. So, ah, vielen Dank dafür, ja. Gerade das eben gezeigt. Genau, heißt übrigens E-Links, aber ja. Hier fällt es noch ein bisschen mit, ich sehe gar nichts irgendwie in Farben. Liegt das am, Beamer, ja. Am Beamer, ja? Dass der nicht so, ja, das wäre intensiver. Das ist, glaube ich, mehr in Blau. Das ist in Blau, aber ja. Das Rest nur so aus. Das ist aber alles so ein bisschen sehr farblos hier, ja. Irgendwie. Das ist so schade. Na gut, auf alle Fälle, da steht was. Vielen herzlichen Dank. Wer wäre der Nächste? Übrigens, wir haben dann, was haben wir jetzt an Zeit? Uhrzeit ist 25. In 20 Minuten möchte ich euch dazu aufrufen, dass wir alles zusammenpacken und rübergehen, damit wir um 8 Uhr den Tisch claimen können, den wir haben. Und dass wir den Month Break da haben. Ja? Und 20 Minuten heißt, zu 5 Minuten, wir können noch 4 Sachen zeigen. Ja. Freiwillige vor. 3 mit der Bringerbräule machen. Ja, genau. Also noch 3 Sachen irgendwie. Ja? Niemand? Niemand? Gut. Ja. Sonst niemand, ich habe mich nicht reingeschrieben, aber ein paar Dinge kann ich so ganz kurze, die mir eingefallen sind von anderen Leuten. Eins fällt mir ein. Mikrofon. Wir haben ja ein großes Notizenfeil, die Tipps von allen anderen Leuten drinnen stehen. Moment, was wollte ich zeigen? Ganz kurz noch, weil ich das unbedingt noch erwischt haben wollte, wenn ich ganz doll komprimieren will, alles was von der Wim-Mailing-Liste kommt und ich stopfe es mal dort in Temp-File. An dieser Stelle sehe ich, wenn ich Wirbels nicht angebe, nichts. Es tut einfach und ist irgendwann fertig. Aber, wer kennt es noch nicht, PV, Pipeviewer, der zeigt an, was für Daten da durchfließen. Also, BSIP nimmt Daten, gibt es weiter an PV. PV zeigt es an, was sich da tut. Und wir stopfen das Ergebnis natürlich noch in die Datei, wo es natürlich hingehört. Und wenn wir das mal rennen lassen, dann sagt das BSIP, kennt das nicht, genau, das heißt nicht BSIP 2. So, let's restart. Noch die Temporary habe ich auch noch den Slash irgendwie verpasst. Oh, war ja, man sollte das auf der Üben. Da. Was? Das war's? Ist not a normal file? Das kann doch gar nicht sein. Komprimiert Dev Zero. Nee, hier ist was. Ich verwende immer mit DD. Mit DD kann man auch, ja. Also das ist wirklich rein. Nicht da. Warum ist das nicht da? Ich verwende PV für MD5 Prüfsummen. Ah, hier haben wir. Da ist es ein. Das ist ja auch ein Sim-Link. Genau. Mal sehen, was war das bei BSIP? Minus L hoffentlich, follow this. Ja. Ich muss einfach nur mal den. Man kann es auch ein bisschen anders machen. Nimm einfach etwas lame, aber cut. Passt auch. So, also ich sage, nehme ich das am besten, genau. Ich brauche das nur mal rausnehmen. Das Ganze gebe ich da weiter und cutte das Ganze. Das geht zumindest voll mit dem Sim-Link BSIP29. Da hat mir was passiert, ja. So, da. Jetzt seht ihr, was passiert. Da tut sich was da oben. Wie viele Daten schon durchgeflossen sind, wie viel Zeit verflossen ist, wie viel dann Durchsatz wir haben und was wir ungefähr erwarten, wo das Ganze halt jetzt mittlerweile in den Daten da steckt. Ja? Ist das Patent für den Fortschrittsbalken schon abgelaufen? Oh, das Patent für den Fortschrittsbalken. Die V steht für den Fortschrittsbalken. Das Patent ist Furt, genau. Stimmt, ja, das ist echt nochmal so eine Sache, dass man das patentieren kann. Das ist kein Fortschrittsbalken, sondern eine schlechte Ökonomie-Simulation. Genau. Ja, 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 und da geht's. Ist ja gleich fertig, ne? Eigentlich könnte man das ja mal so jetzt fertig sehen.
Spannung und er geht wieder zurück. Ja, das ist so ein Knight Rider. Es geht vor und zurück, ja. Genau. Also das letzte Mal, als ich es probiert habe. Drum ist kein Problem mit Patent. Deswegen. Achso, ja, vielleicht ist das die Sache, die das Patent da gar nicht verletzt, wenn es zurückgeht. Ja. Parameter angeben, wo du. Er weiß halt, wie lange es dauert. Und wenn du Parameter angeben kannst, dann kann er. Ist klar, ja. Eigentlich stimmt das. Ja. Und man in dem Fall kannst du gar nicht wissen, weil du weißt nicht, wie stark das bisher zwar konsumiert. Das ist richtig. Ja. Nein, er könnte, wenn du das direkt übergibst, weiß er, wie viel er lesen muss. Aber wenn du das mit Card machst, kommt das drin. Ja. Aber du kannst, glaube ich, als Kommandoparameter sagen, so viele Bytes kommen jetzt und dann kann er Kingsraut machen, Prozent anzeigen. Ja, also das letzte Mal, als ich das durchgeführt habe, war das nach etwa 100 Sekunden eigentlich fertig. Noch wie viel? Ja, da ist gerade fertig. Also, wir haben ein Ergebnis. Wir haben 83 Megabyte durchgeschoben. Es hat 1 Minute 52 gebraucht und es hat etwa 760 Kilobyte pro Sekunde. Yay, wenn ich daran denke, ja, so früher und Übertragung und überhaupt alles. Oh, das war schon eine Sache. So, kurz das Ding nochmal schnell. BZIP2, es gibt doch ein PBZIP2, Parallel BZIP2. PBZIP2, das gibt's auch? Genau, ja. Wenn das Moment. Nicht für alle, du musst es für alle. Nimm das Mikro. Dann bist du jetzt dran. Wenn du es ein bisschen lauter redest, haben wir es eh drauf. Genau. Parallel also, BZIP2 verwendet mehrere Cores, wenn vorhanden. Ah, das ist alles. Ach so. Das heißt, auf einer Quad-Maschine ist das Ding skaliert fast linear. Also das ist wirklich enorm viel schneller dann. Sir, yes, sir. Thank you. Ja, mit der Pipe trotzdem. Funktioniert mit der Pipe trotzdem. Drop-in-Replacement for BZIP2. Wen haben wir denn hat wahrscheinlich noch ein bisschen höher und Speicher gebraucht, glaube ich. So. Muss ich das trotzdem... Großscreen. Aber auch das kann man mit den Parametern skalieren. Also ja? Ist cool. Jo. Dann gebe ich mal weiter. Wie sieht das aus in der Zeit, wo du noch willst? Ja, das ist ganz gut. Okay. Gut. Was? Ja. Okay. Ein bisschen. Also in der Mitte rein. Ja. Brauchst du noch Adapter? Ja, bitte. Mhm. Ich habe leider meinen zu Hause. In Sicherheit. Hier die. Das könnte auch sein, oder? Achso, ist ja schon. Ah, was? Ja. Ich bin jetzt nicht los wieder. Das ist voll.